Wir sind bald fertig. Jetzt mache ich hier nochmal überall, wo was über schwarz gekommen ist, mache ich nochmal schwarz drüber. Hier zum Beispiel bei den Schnallen, habe ich ein bisschen drüber gemalt. Hier die eine Schnalle habe ich komplett übermalt. Die mache ich jetzt mal schwarz. Und jo. Chaos Black. Detail Brush. Ganz wenig Farbe. So. Da kann es natürlich passieren, dass man der andere Bereich übermalt. Ja, muss man halt vorsichtig sein jetzt. Da ist noch ein bisschen grün zum Beispiel. Gehört da auch nicht hin. Okay. Es fehlt wirklich nicht mehr viel. Sieht schon jetzt relativ akkurat aus. Ich werde jetzt nochmal kurz alle Metallteile, die ich vergessen habe oder drüber gemalt habe, oder jetzt, da gibt es so ganz kleine, hier zum Beispiel, Stellen, wo nur ein Punkt drauf kommt, das sind die ganzen Schnallen, die werde ich jetzt nochmal mit Chainmail bemalen. Wirklich nur ganz wenig. Die Metallteile sind alle nochmal nachbearbeitet worden, die es nötig hatten. Und hier im Gesicht sieht man auch einen Nasenring. Einige haben auch noch Piercings in der Lippe. Also alles gemacht. So, als fast letzten Schritt machen wir noch die Zähne und die Fingernägel mit Bleach Bone. Ah, ist schon ein bisschen viel Farbe. Ja, geht. So, machen wir das. Das sind die Zähne. Und die Krallen. So. Okay. Mal einfach nur ganz zart drüber streichen und dann ist es sehr schön. Wir malen jetzt noch die Augen mit Blood Red und einem ganz kleinen feinen Detail Brush. Ganz wenig Farbe nehmen. Die Augen sind hier ziemlich unter dem Helm versteckt. Ich habe es selber getroffen. Okay. Ja. Würde sagen, das reicht für die Standard-Mosher-Boys. So, wenn die Augen auch getrocknet sind, machen wir jetzt noch einen abschließenden Wash mit Grün von Sepia. Den Pinsel schön dick. Und dann ohne Hemmung einfach drüber. Und zwar über alle Stellen, wo es ein bisschen zu dick ist. Einfach ein bisschen abtupfen.
Und keine Angst, das trocknet nachher sehr schön aus. Und das sehen wir gleich, wie es aussieht. Das Gesicht filme ich schon mal extra, weil da habe ich immer ein bisschen Angst am Anfang vorgehabt, da was drauf zu malen. Aber ruhig drüber. Sieht jetzt ein bisschen wild aus, ein bisschen viel geworden. Dann nehmen wir gleich noch ein bisschen was weg. Da muss man sich jetzt auch nicht super schnell beeilen. Dieses Wash trocknet nicht sofort. Also man hat noch ein paar Minuten, um das auszubessern. Ist schon ein bisschen weniger geworden. So, so sieht es jetzt noch aus. Hier ist noch ein paar Stellen, das ist ein bisschen viel. Tupfe ich noch mal ein bisschen weg. Ja, dann schauen wir uns das gleich mal an, wenn es getrocknet ist. Und dann sage ich noch mal was dazu. So, zwei Orks sind jetzt fertig gewascht. Und da kann man schön sehen, dass das Wash in die Vertiefung geflossen ist. Jetzt hier gerade bei der grauen Kleidung. Und auch hier bei dem gelben. Das hat jetzt mehr Struktur. Und ich habe einmal nochmal unbehandelt gelassen. Und da sieht man ganz schönen Unterschied. Okay. Sträflich vergessen habe ich natürlich das Base. Das machen wir jetzt noch schnell. Und zwar mache ich das jetzt mal Bestial Brown an. Und das kann man dann entweder so lassen oder natürlich noch ein bisschen Sand auftragen, nochmal ein bisschen waschen und dann brushen. Machen wir jetzt bei denen einfach auch mal. Sieht schöner aus. Beim großen Teil von meinen Jungs habe ich es noch nicht gemacht, weil ich einfach so viel auf einmal angemalt hatte. Hatte ich keinen Bock. Die Bases sind jetzt getrocknet. Nehmen wir einfach 750 Gramm Holzleim, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, ein bisschen Sand. So. Das verstreichen wir einfach mit dem alten Pinsel. Muss nicht überall sein. Der Sand ist ja nicht gleichmäßig auf dem Base. In echt ja auch nicht. Ja. Den Pinsel danach gut waschen und hier einfach mal ein bisschen in Sand tunken. Die Farbe muss natürlich von dem Modell vorher getrocknet sein, sonst hat man ein sandiges Modell. So, das lassen wir jetzt trocknen. So, der Sand ist schön getrocknet, beziehungsweise der Leim. Und der Sand wird jetzt mit Bestial Brown angemalt. Also eigentlich könnte man auch zuerst den Sand draufkleben, dann das komplette Base Bestial Brown anmalen.
hat man sich einen Schritt gespart. Wieder was gelernt. Wobei, hier gerade am Rand ist eine zweite Schicht Bessie Brown gar nicht schlecht. Weil die sah noch ein bisschen fleckig aus. Die Bases halten noch mal ein bisschen auf. Als nächstes wasche ich die Oberfläche mit dem Sand mit Acrax Earthshade. Das geht eigentlich relativ schnell, muss aber halt trocknen. Der Wash ist getrocknet und wir gehen jetzt ganz leicht mit Sandridas drüber, brushen. Man könnte natürlich, um die Farbübergänge noch ein bisschen sanfter zu machen, könnte man jetzt hier zuerst mit Bestial Brown der Grundfarbe drüber brushen und dann mit Sandridas. Aber da das Standardtruppen sind, wollen wir jetzt nicht zu viel Zeit dafür verschwenden. Ja, die armen Boys. Und so sieht es dann gleich aus. Und ich denke, das ist absolut in Ordnung. Ja. Und danach wird matt gelackt. Dann sind die fertig.